zum Freund dahin fahren, werfen die Einladung für den nächsten Vormittag ein. Und der zweite, wahrscheinlich dem ersten, dass er das eingeworfen hat. Ne? Und ich meine, wenn es mal gar nicht anders geht, ne, dann kann man sich auch jemand, der dazu bereit und auch in der Lage ist, mitnehmen und sagen, den mal schreiben lassen, er hat es dann wirklich eingeworfen. Ne? Wenn das dann immer noch nicht geklappt wird, steht jetzt hier, glaube ich, gar nicht mit drauf. Aber im Notfall kann man auch immer zu den Mitteln der Erklärung an einen Stand greifen. Das erhilft eine Aussage, eine schriftliche Aussage zum Beweismittel bei Gericht. Allerdings würde ich mit dem Werkzeug nicht leichtfertig umgehen. Wenn die andere Seite beweisen kann, dass es nicht stimmt, gibt es in der Regel eine Gefängnisstrafe. Das ist für Ordnungswidrigkeit oder für Vergehen, dann droht wirklich Gefängnis. Das ist wie ein Meineid. Ne? Aber wenn man sich absolut sicher ist, schriftlich genau schildern, was man gemacht hat oder worum es geht, Ort, Datum, Unterschrift, Erklärung an eine Stadt. Ne? Kann ich selber sagen, ja.